mein Name ist Sonja Nuck und ich habe in der Zeitung gelesen, dass heute der letzte Tag der Ausstellung ist und mich spontan entschlossen, noch herzukommen, weil Marilyn Monroe ist doch eine sehr interessante Person, also ein Mythos eigentlich, den man weltweit kennt. Und ich fand die Führung sehr interessant. Man hat einiges erfahren, was man noch nicht unbedingt so gewusst hat. Zum Beispiel über ihre Kindheit einiges oder die Ehe mit dem Joe DiMaggio, der dann noch 20 Jahre lang hier jeden Tag Rosen ans Grab gebracht hat. Solche Kleinigkeiten finde ich immer wieder ganz interessant und Vortrag, der hat auch ein ganz neues Licht, finde ich, auf Marilyn Monroe geworfen als starke Frau, weil eigentlich wird sie als das ja nicht wirklich wahrgenommen. Also es hat sich für Sie gelohnt? Ja. Super, danke vielmals. Sehr beeindruckend. Und wie die Führerin gesagt hat, eine starke Frau, weil konnte zu Anfang auch keine Antwort geben, jetzt könnte sie geben. Die Ausstellung ist super. Ich finde es überwältigend, was man hier alles zusammengetragen hat. Und es ist sehr informativ, also auch für Kinder finde ich das ganz toll, wo man das Leben von Merlin toll festgehalten hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde die Führung sehr, sehr interessant. Sie zeigt Facetten, die man bisher nicht gekannt hat von Marilyn Monroe. Und das, wie sie sich da engagiert hat und was sie bewegt hat in dieser Zeit, das ist fantastisch. Danke vielmals. Sehr schön.